Claude Balsiger, das ist ein Mountainbiker, aber keiner, der am Wochenende so ein bisschen gemütlich über Stock und Stein fährt. Er mag es ein bisschen extrem und darum ist er mit seinem Bike auch schon mehrfach im Himalaya unterwegs gewesen, bis zu 5'500 Meter über Meer. Der Höhe-Weltrekord, der liegt noch ein bisschen höher, bei 6'100 Meter über Meer. Und genau diesen Rekord hat der Claude Balsiger ins Visier genommen. Und darum hat er in diesem Sommer eine Reise gemacht, zusammen mit seinem Kollegen Martin Bissig. Ist er aufgebrochen und sie haben ihre Reise dokumentiert mit Videokameras. Es ist wirklich eine absolut verrückte Geschichte, die Sie jetzt gerade sehen. Eine mit vielen unvorhersehbaren Wendungen. Ein sportliches Abenteuer der besonderen Art. Hagel im Himalaya. Das hat Claude Balsiger noch nie erlebt. Eigentlich ist er hier, um einen neuen Höhenweltrekord mit dem Mountainbike aufzustellen. 6.100 Meter hoch will er kommen, alles fahrend. Zusammen mit seinem Freund und Fotografen Martin Bissig erlebt Claude Balsiger einen Monat der Extreme. Der Anfang. Landung in Leh. Ganz im Norden von Indien. Der Himmel ist bedeckt, die Crew erwartungsfroh. Ich bin zum wahrscheinlich etwa 6., 7. Mal dort gelandet und ich wusste, was auf mich zukommt. Und von dem her war es eine wirklich gute Vorfreude gewesen, wieder die Leute zu sehen, wieder in der Region zu sein. Ich war ja letztes Jahr mit ihm schon zusammen im Himalaya oben gewesen und wir hatten super 2 Wochen gehabt, wir hatten auch ein Fotoshooting gehabt. Stahlblauer Himmel, super Bedingungen und ich bin eigentlich mit diesen Erwartungen auch wieder gegangen, dass wir top Bedingungen haben und dass wir eine gute Zeit haben zusammen und es ist nie anders rausgekommen schlussendlich. Leh, die Hauptstadt der nordindischen Provinz Ladakh, 3.500 Meter über Meer. Die Region ist buddhistisch geprägt. Bevor Claude losfährt, soll die Expedition den Segen der Mönche erhalten. Zur Zeremonie wird Claude von seinem lokalen Führer Anchuk begleitet. Für mich ist es vor allem etwas sehr Wichtiges, weil es für unsere Einheimischen wichtig ist, für unser Begleitteam. Ich selber bin kein Buddhist und habe aber gewusst, dass es für sie sehr bedeutend ist, dass man den Segen mit auf den Weg nimmt. Und von dem her bin ich mit grossem Respekt dorthin und es war ein sehr schönes Erlebnis. Aufbruch Richtung Berge. Zur Vorbereitung legt Claude die ganze Distanz alleine mit dem Bike zurück. Martin und die einheimischen Führer bringen unterdessen Ausrüstung und Essen per Jeep ins Basislager. Durch karge Landschaften nähert sich Claude dem ersten Zwischenziel. Regen fällt hier im Sommer kaum je. Im Lager auf knapp 5.000 Metern. Von hier soll die Rekordfahrt beginnen. Also er meint auch, wir können das Basecamp noch 200 Meter höher raufnehmen. Ja, und dann erst einen Tag später? Ja, erst einen Tag später. Und dann hättest du nur 4 Stunden bis zum Sattel rauf. Nacht über dem Camp. Ein Gewitter kündigt sich an. Hey, das tut wie Sau. Kurz darauf regnet es so heftig, dass das Lager droht, überschwemmt zu werden. Die Crew versucht, den Fluss umzuleiten. Jetzt kommt der ganze Regen von oben runter. Jetzt haben wir das Problem, weil unser Campground eigentlich vernichtet getroffen ist. Das war genau die Nacht, die eine Katastrophe war in der ganzen Region. Und es sind im Ganzen 8 Touristen gestorben, alle weggeschwemmt worden, im Schlaf, im Zelt. Gewisse sind erst in Pakistan wieder gefunden worden. Und ja, wir haben unglaublich Glück gehabt in dieser Nacht. Es gelingt, das Wasser so umzuleiten, dass das Lager unversehrt bleibt. Am nächsten Tag wird die Crew erfahren, dass die gesamte Region von verheerenden Unwettern betroffen ist. Die Rede ist von Hunderten von Toten. In dem Moment, wo wir es von diesen Überschwemmungen erfahren haben, war eigentlich das Projekt gestorben gewesen, innerhalb von Minuten. Das war ziemlich klar gewesen. Wir mussten abklären, wie es unseren Einheimischen geht, den Angehörigen, unseren Freunden und allem. Und bald haben wir aber auch gemerkt, dass wir echt feststecken. Es geht weder vor noch zurück. Alle Straßen sind blockiert. Die Stimmung ist am Tiefpunkt.
Nach 3 Tagen beschließt die Crew, statt herumzusitzen, soll Claude den Rekord doch in Angriff nehmen. Nach 2-3 Tagen in so einem Camp bleiben, wenn sich die Gedanken im Kopf drehen, muss man eigentlich etwas machen. Aufbruch zum Rekordversuch. 6100 Meter sind das Ziel. Gut gemacht. Kameramann Martin begleitet Claude zu Fuß. Einen Weg gibt es nicht. Es geht nur mühsam vorwärts. Ich habe mich sehr schlecht gefühlt, ich hatte die ganze Zeit Hunger, müde Beine und so. Aber ich wusste, das zweite Mal haben wir nicht die Zeit dazu. Das zweite Mal kann ich das nicht machen. Und so bin ich dann wirklich echt durchgefahren und mit jeder Stunde und mit dem Höhenmeter ist es besser geworden. Während sich Claude immer besser fühlt, werden die Verhältnisse immer schwieriger. Immer mehr Schnee behindert die Fahrt. Ein Durchkommen auf die Rekordhöhe von 6100 Metern scheint unmöglich. Doch wenigstens die 6000er-Marke will Claude knacken. Sauber! Martin filmt, wie Claude sich auf dem losen Untergrund Meter für Meter hochkämpft. Er leidet. Und in dem Moment habe ich ehrlich gesagt kaum daran geglaubt, dass er das schafft, weil es ist so nicht vorwärts gegangen und er hat so müssen beißen und so zu kämpfen gehabt, dass ich in dem Moment gedacht habe, es wird wahrscheinlich recht hart, jetzt auf die 6000 raufzukommen. 31 Höhenmeter, Claude. Dann haben wir es. Die letzten 30 Höhenmeter. Ich meine, wenn man sich vorstellt, wie wenig das 30 Höhenmeter sind. Aber die, für die habe ich eine halbe Stunde gebraucht. Das war so ein Qual. Yeah! Auf 6002 Metern, 80 Meter unter der Rekordhöhe, ist Schluss. Der Rekord ist nicht gelungen. Wenn man sich ein Jahr auf etwas vorbereitet und dann scheitert man irgendwie 80 Höhenmeter vor dem Ziel, ist es schon ein harter Brocken, den man aber schlucken muss. Zurück im Basislager. Der Rekordversuch ist gescheitert. Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Denn ob es nach den Überschwemmungen ein Durchkommen zum Flughafen nach Lee gibt und wie es dort aussieht, ist ungewiss. Wir konnten mit dem Jeep und mit dem Velo zurück. Wir sind an eine Stelle hergekommen auf der Straße, wo wir gewusst haben, da ist es ab 30 km jetzt völlig verschüttet. Es konnte nicht einmal Ross laufen. Es war so stark zerstört. Die Straße ist verschwunden. Die Rückreise stellt sich als gefährlichster Teil der Expedition heraus. Die Wassermassen haben alles mitgerissen. 500 Menschen in der Umgebung von Lee haben ihr Leben verloren. Tausende ihr Obdach. Die Crew schafft es, sich heil bis nach Lee durchzuschlagen. Weite Teile der Stadt sind verwüstet. Angesichts dieser Bilder ist der misslungene Rekordversuch nur noch eine ferne Erinnerung. Claude und Martin wissen sofort, sie wollen helfen. Wir haben in relativ kurzer Zeit einen grossen Geldbetrag können sammeln. Und durch das haben wir eigentlich die Basis gelegt für unser Hilfsprojekt, wo wir direkt betroffene Familien dort können unterstützen können. Manchmal sind es auch schlechte Sachen, die etwas Gutes hervorbringen. Und ich glaube, mit der Tragödie, die war, haben wir trotzdem etwas sehr, sehr Gutes daraus machen können. Mal jetzt abgesehen von unserem sportlichen Projekt, ich glaube, das, was daraus entstanden ist, mit dem ganzen Hilfswerk, das wir jetzt führen, das ist etwas, ja, wo über längere Zeit, über 2-3 Jahre, wird Stand haben und auch neue Freundschaften und neue Beziehungen knüpft. Ein Dutzend Familien, die alles verloren haben, wird die Organisation über die nächsten Jahre unterstützen. Was als sportlicher Rekordversuch angefangen hat, geht als humanitäres Hilfsprojekt weiter.